So, und in diesem Sinne wieder herzlich willkommen zu einer neuen Zugfolge auf dem Kanal Akantoflender. Für euch ist es wahrscheinlich ungewöhnlich, dass ich heute noch ein Video rausbringe, weil es ja eigentlich schon relativ spät ist und Dave schon heute schon ein Let's Play hochgeladen hat. Aber es ist was Besonderes, und zwar heute ist der letzte Tag bei Monster Hunter Frontier Online für das G-Update. Das heißt, ich bringe das Video jetzt heute raus, und zwar in ein paar Stunden, dann ist dann das G-Update und wir kriegen alle G. Und zurzeit, also der letzte Tag vor G, dreht Monster Hunter gerade, also Frontier gerade, völlig durch. Also es sind völlig verrückte Quests online, wo man 10 Hugo-Tickets braucht und 100% Rings bekommt. Dann gibt es Quests, wo man, was gibt es gerade noch? Es gibt eine Mini-Black-Rathian, vielleicht mache ich die auch noch. Aber die verrückteste Quest, die wurde heute freigeschaltet und die gibt es jetzt heute gerade in dieser Woche. Und ihr werdet es gleich sehen und ihr werdet euch wegschmeißen vor Lachen, was das sein soll, werdet ihr euch fragen. Aber seht selbst. Ich benutze übrigens gerade Doppelschwerte, ich bin gerade Staring 300 mit denen. Aber schaut selbst. Ich meine, what the actual fuck is that? Das ist kein Photoshop oder sonst was. Das ist Sugiura. Das ist der Producer von Monster Hunter Frontier Online. Und ich habe ihn jetzt noch nicht in Aktion gesehen, aber das ist so crazy, Alter. Und Styring Moves zum Beispiel, was bei Doppelschwert ist, zum Beispiel dieser Doppelsalto, ist ganz cool. Aber ja, what the fuck, oder? Das ist das Gesicht von dem Producer von Monster Hunter Frontier Online. Er macht wirklich viel Damage eigentlich. Und hat hinten so ein Buch dran. Und ich hoffe, er macht seine Special Attack, weil die habe ich auch schon gesehen. Warten wir mal. Vielleicht tut er sie. Nee, er springt gerade nur rum. Ja, auf jeden Fall ist das, finde ich, so, ja, verrückt irgendwie. Ich meine, wie kann man als Entwickler den Producer, also den Main-Typen von Monster Hunter Frontier Online, hernehmen und ihn in ein Kongalala-Kostüm reinpacken und ihn als Special Monster am Tag vor G rausbringen. Aber mein Gott, das ist Monster Hunter Frontier Online, dreht heute völlig durch, muss ich sagen. Und alle fragen, was ist das? Lololol. Und ja, ich hoffe, er macht auch seine Special Attack. Nicht töten vorher. Er hat, ihr seht, er hat seinen richtigen Anzug an. Das ist, ja, ne? Monster Hunter Frontier. So, jetzt warte, ich will noch, dass er eine Attack macht. Ja, nein, ich die nicht vor Sachen rumwirft. Nicht vor Sachen rumwirft. Ah, los, tu es. Nee, okay. Er wirft nur Bücher rum. Normalerweise stellt er irgendetwas auf und dann kommt dann Feuerwerk raus. Und dann kommt dann Feuerwerk raus und schmeißt dann in die Luft. Da steht dann G. Aber irgendwie hat er da nicht so Lust drauf. Jetzt wirft er sich am Boden und macht irgend so eine komische Attacke. Es ist so komisch. Ja, genau die, genau die, genau die. Und jetzt steht dann G. Überragend. Jetzt ist er irgendwie ins Wasser gesprungen. So, jetzt schreibe ich dir noch schnell, dass das die Attacke war. Und ja. Die Geräusche von ihm sind auch unterschiedlich. Also man hört richtig einen Menschen da sprechen. Jetzt kommt wieder G. Freut euch auf G. So, jetzt machen wir die nächste Special Attack von Dings. Von Styring. Also er hat kein Devilish Dance mehr, der Styring, sondern er macht Resister. Und ja. Ja, ein bisschen weird ist es schon. Ich meine, hallo. Irgendwie haben unsere ganzen. Mein Langschwert hat irgendwie kein Element. Ich verstehe auch nicht warum, aber. Naja. Das ist der Sugiura. Kongalala.
So, jetzt ist hier gelähmt, der Gute. Und stirbt doch endlich. Ich schau mal, ob er in eine Falle kann, theoretisch. Das würde mich jetzt ja auch interessieren. Ja, okay, gut, das ist ein ganz normaler Hardcore Kongalala. Und ja. Ja. Ja, mach deine lustige Attacke. Macht ja nicht Schaden? Ist ja nicht bekommen. Ja, in unserer Gilde, die ist zurzeit mega aktiv, muss man sagen. Also, unsere Gilde geht wirklich richtig ab. Weil eben gerade alles for free ist, alle Kurse und so. Deswegen, ja. Wir haben eben die Woche 4G und da geht eben unsere Gilde allgemein gerade furchtbar ab. Weil eben alles umsonst ist und jeder spielt und jeder hat schon Styrank 999, weil ich habe mittlerweile auch schon Styrank 999. Ja, er ist jetzt leider tot. Aber man denkt, er ist tot und er ist doch nicht tot. Man kriegt irgendwelche G-Bücher von ihm. Keine Ahnung, warum man jetzt schon G-Bücher bekommt, aber wir kriegen jetzt schon G-Bücher. Und was man mit diesen G-Büchern machen kann, werden wir erst morgen erfahren. Wir können das noch ein bisschen ausnehmen. Er winkt uns zu. Er stirbt natürlich nicht. Ich meine, der MAF-Producer kann natürlich nicht sterben. Aber ja. So viel zu der komischsten Quest, die ich wohl jemals gesehen habe in Monster of the Frontier Online. Noch nie so eine komische Quest gesehen. Wirklich, das ist crazy. Ich meine, wir können ihm jetzt alle zuwinken. Aber, mein, warum macht man sowas? Und warum winkt der danach? Das ist so weird. Naja. Monster Hunter Frontier freut sich eben auch auf G und die Producer freuen sich und die Entwickler freuen sich. Jeder freut sich auf das G-Update. Und morgen wird es soweit sein und dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Kriegt noch welche Items, kriege ich lauter komische G-Items schon. Wir kriegen schon G-Items. Ist ganz cool eigentlich, dass wir schon G-Items bekommen. Einen Tag vorher. Und danke fürs Zuschauen. Schau noch, welcher Styrank ich bin. Die gibt fast keine Punkte. Ich bin Styrank 360. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.